Somalia in den ganzen Bereich befriedigt. Das kostet Geld. Dazu muss man versuchen, die ganzen Schiffe der Somalis zu arrestieren. Irgendwo haben sie dann Mehl gefunden. Da konnten sie dann morgens Brötchen machen. Die nehmen sich Mehl mit, backen sich dann da ihre Brötchen in so einem kaputten Fass. Da haben die dann ihre Feuerstelle. Für uns gab es Reis, weil wir Reis noch da hatten. Ansonsten das, was wir noch an Bord hatten, kleingeschnetzelt. Die höchste Priorität war, scheiß auf die Summe, die wir zahlen. Das kriegt man irgendwie nachher mit der Versicherung. Dass man nicht auf einem Großteil des Geldes hängen bleibt. Das Menschenleben hat höchste Priorität. Die Reederei zahlt nicht. Jetzt versucht man zu gucken, was die einzelnen Leute an Geld haben, also von der Mannschaft. Dann entscheidet er, ob er einen umbringt oder nicht. Man hat mir die Augen verbunden und dann an Deck gegangen. Habe ich mich umgedreht und gesagt, er soll mir hier hinschießen. Der war dann total perplex. Ich soll mich umdrehen und ich so, nein, hier! Da hat der andere ihn angeschrien, er soll mich in Ruhe lassen. Ich hab gedacht, ich hab Glück. Ich hab gedacht, die anderen wären tot, der Kapitän und der Auszubildende. Dann habe ich den Kapitän neben mir gesehen. Der saß in der Sonne, schweißgebadet. Den haben sie stundenlang in der Sonne brüten lassen. Das war Krieg. Ich habe die Bilder des Schiffes gesehen. Da gab es eine standrechtliche Erschießung der Seeleute an Bord. Die sind da richtig hingerichtet worden.